Wir befinden uns hier in der Mühlstraße in Weinstadt-Beutelsbach. Die Feuerwehr Weinstadt wurde heute um 20.45 Uhr unter dem Stichwort Zimmerbrand alarmiert. Vor Ort haben wir angetroffen einen Brand im Erdgeschoss des Gebäudes. Es schlugen da schon beim ersten Erkunden Flammen aus einem Fenster. Die Feuerwehr hat dann sofort agiert, hat mit einem Rohr den Brand bekämpft, ist entsprechend ins Gebäude vorgegangen. Wir haben auf der Gebäudevorderseite auf dem Balkon eine Person angetroffen, die bereits durch einen Anwohner hier betreut wurde. Die Person war nicht akut in Gefahr, war aber natürlich entsprechend aufgewühlt, ob der Situation, wurde dann weiter von der Feuerwehr betreut und dann mittels der Drehleiter vom Balkon gerettet und dann vom Rettungsdienst und der Einsatzgruppe akut betreut. Also was die Feuerwehr hier angetroffen hat, war deutliche Rauchentwicklung, die war auch schon auf der Anfahrt erkennbar, ebenso war im Flammenaustritt zu erkennen. Damit war zu rechnen, es war schließlich auf Zimmerbrand alarmiert. Die Feuerwehr hat dementsprechend agiert. Wir haben außerdem, nachdem wir die Brandbekämpfung und die Personenrettung durchgeführt hatten, natürlich das Gebäude entsprechend belüftet. Dazu wurde ein Überdruckbelüfter eingesetzt. Inwiefern das Haus jetzt unbewohnbar ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Da müssen Sie die Kolleginnen und Kollegen der Polizei fragen. Was wir aber sagen können, ist, dass wir das Haus mittels des Überdruckbelüfters jetzt vom verbleibenden Rauch befreien mussten. Also der Brand hat sich in erster Linie in einem Raum im Erdgeschoss eben ausgebreitet. Der Rauch hat sich im ganzen Gebäude ausgebreitet und zwar auch ein gewisser Flammenaustrag dann aus der Tür im Erdgeschoss zu erkennen. Also die Feuerwehr Weinstadt wird jetzt hier das Gebäude weiter belüften, entsprechend noch auf Glutnester mit Wärmebildkameras absuchen und dann den Einsatz beenden. Die Feuerwehr Weinstadt ist mit insgesamt 5 Einsatzfahrzeugen und mehr als 20 Einsatzkräften hier vor Ort. Hinzu kommt die Polizei mit 2 Einsatzfahrzeugen, der Rettungsdienst mit 4 Einsatzfahrzeugen sowie die Einsatzgruppe Akut des Deutschen Roten Kreuzes mit weiteren 2 Einsatzfahrzeugen. Man sieht also, dass hier entsprechender Kräfteansatz gewählt wurde, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein.